Einen schönen guten Tag. Da sind wir wieder mal zurück mit einem neuen Video. Und jetzt sind wir wieder in der Karosserie. Beim letzten Video waren wir ja schon in der Karosserie. Aus dem einfachen Grund, weil es im Moment sehr viel gibt. Deshalb bin ich wieder hier bei den lieben Sartorells. Jetzt sind sie ja zu zweit. So eine Mannschaft auch hier. Ja, auf jeden Fall gibt kein großartiges Video. Aber ein wichtiges Video für mich, weil es sich um ein vielleicht in der Zukunft wichtiges Fahrzeug für mich handelt. Wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, was ist das? Ja, unschwer zu erkennen. Facelift Panamericana Grill, 1763. Und jetzt hier ein bisschen Abdeckmarathon um durchmachen. Die Lamellen sind chrom. Warum finde ich dieses Auto so toll? Ich habe es ja diverse Male schon in Instagram und überall schon ein bisschen gepostet. Ich glaube, die Kästenholz, das ist hier in Basel, Nordwestschweiz, Deutschland, Lörrach und so hier in Basel Umgebung. Kästenholz, ich glaube, die haben noch nie so einen teuren, voll ausgestatteten C63 AMG wie dieses Fahrzeug ausgeliefert. Das ist wirklich Vollausstattung, da gibt es nichts mehr. Carbon innen, Carbon außen, Keramikbremsen, 360 Grad Kamera, Distronic, allem drum und dran, komplette Hütte, wirklich. Und das ist natürlich wirklich toll, das Fahrzeug in matt und alles. Es hat sehr viele Grundeigenschaften, wo ich gerne hätte, wo man da sich keine Gedanken mehr darüber verschwenden muss. Das ist der Grund, warum ich auf dieses Fahrzeug sehr, sehr, sehr heiß bin. Der Besitzer, der Christian, der hat das Auto natürlich auch sehr gerne, aber der wartet, glaube ich, immer noch ein bisschen auf was Neues, bis das rauskommt. Und vorhin bekomme ich das Auto nicht. Fakt ist das, an dem Auto gibt es keine einzige Chromleiste. Und wegen dem Panamericana Grill kann man nur mit den Chromlamellen haben. Und jetzt müssen wir nur die Lamelle hier schwarz Hochglanz machen. Der Ring vom Mercedes Emblem vorne mit der Distronic und mit dem Radar hinten dran ist ja das ist mittlerweile ein großes Glas, wo der Stern im Glas drin ist. Da probieren wir jetzt mit eingefärbtem schwarzen Klarlack den Stern dunkler zu machen und den ganzen Rahmen herum in schwarz Hochglanz wie die Lamellen. Jetzt bin ich hier am Abdecken, gucken wir das mal nachher mal an. Nachher mal anfangen zu lackieren. Wir haben ein neues Geheimrezept, was Chromlackieren anbelangt, mit einem ganz speziellen neuen Primer. Und der ist brutal. Wir haben den getestet, kannst du sogar auf ungeschliffenen normalen Lack an der Karosserie drauf spritzen, Lack drauf, das hält, kannst mit dem Nagel kratzen gehen, blättert kein bisschen ab und auf Chrom funktioniert es genau gleich, ist voll geil. Ja, den verwenden wir und jetzt fertig abdecken und dann in die Kabine. So, hat es eine riesengroße Planänderung gegeben, habe ich mit einem Kunden zusammen Brainstorming betrieben. Ich schwöre euch, so einen Grill habt ihr noch nie gesehen. Richtig, richtig geil wird das. Ich bin jetzt gerade das Klebeband am wegnehmen und deshalb könnt ihr hier mal schnell gucken. Es wird so brutal. Guckt es euch an. Ich weiß nicht, ob der Effekt rüberkommt. Machen wir es anders. Guckt euch mal den Mercedes-Stern an. Ganz schwach, wenn man flach reinschaut, sieht man ihn praktisch gar nicht. Seht ihr? Und dann geht er weg. Und dasselbe mit allen anderen Teilen. Den Chrom war ja eigentlich schwarz geplant. Aber wir haben das jetzt mit hauseigenen Geheimrezepten, haben wir jetzt was ganz Spezielles gemacht. Das schaut alles wie schwarz verchromt aus jetzt. Ganz kurz, AMG auch. Jappa! Schönen Abend, bis morgen. Das ist der liebe Fernando. Ich muss heute ein bisschen wenig filmen, weil ich bin total krank. Ich bin komplett im Eimer. Wir haben jetzt die Stoßstange hinten weggenommen, wie ihr seht. Hier unten einen kleinen Aufspritzer gemacht. Und jetzt kommt der neue Grill rein. Den haben wir komplett montiert. Den montieren wir jetzt. Aber wirklich, das ist das Einzige, was ich heute noch mache. Ihr bekommt nachher Bilder, wenn es fertig ist. Aber viel mehr wird das heute nicht mehr. Ciao zusammen. Also, wie ihr sehen könnt, das ist Fabrizio Sartorell. Und mal lachen bitte für die Kamera. So, Grill ist hin. Wie schaut das aus? Schaut das geil aus oder nicht? Schön ist mit dem dunklen Schwarzchrom. Wir nehmen ihn jetzt nachher runter und dann gucken wir mal am Boden. So, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, 7:30. Ich bin fix und fertig mit meinen Nerven. Ich habe es jetzt gerade noch geschafft. Ich habe ja gar noch nicht erzählt, das Auto hatte ja noch einen kleinen, leichten Seitenschaden. Ja, sieht man jetzt halt nicht so viel. Die Stoßstange liegt hier schon bereit. Und morgen, hoffen wir, sind wir alle wieder ein bisschen gesünder und dann geht es wieder weiter. So, heute wieder wesentlich besser unterwegs, wieder ein bisschen fit, noch nicht hundertprozentig über den Berg. Aber ich habe mir gestern Abend mal alles reingeballert, was es nur gegeben hat an Medikamenten zu Hause. Komaschlaf. Jetzt relativ gut. Aber jetzt gucken wir mal, wie es geworden ist. Kommt mal mit. Hier haben wir das gute Stück. So sind wir jetzt gerade noch dran. Hier haben wir die komplette Seite lackiert. Silbermatt ist halt nicht ganz einfach, aber wir haben das, glaube ich, recht gut getroffen. Farbdifferenz. Schön alles, keine Abdrücke, nichts hier hinten am Gummi, keine Rückstände, wie man es ja vielmals immer kennt. Der Mattlack, vom Grad her, alles perfekt.
Kunde hat es bereits schon gesehen, hat eine Riesenfreude. Und jetzt bin ich an der Stoßstange hinten dran. Ja, die Seitenschaden nur hier gehabt, dann haben wir hier noch ein bisschen Frakturen. Und dann wird zusammengebaut und dann filmen wir weiter. Pound! Pound! Da sind wir wieder. Stoßstange jetzt auch lackiert. Hier war der Seitenschaden. Und zwar hat das so ausgeschaut. So. Also, habt ihr den Schaden gesehen? Das war hier in dieser Partie. Jetzt alles wieder wie neu, ist komplett montiert. Aber was meint ihr, haben wir gut getroffen von der Farbe her? Ganze Seite lackiert, weil hier hat er auch noch einen Türknaller dran. Irgendeiner die Tür rangeknallt und haben wir gedacht, wir lackieren gleich die ganze Seite. Das wird nicht ein allzu langes Video. Hauptsächlich in dem Video ist es mir ja drum gegangen, wegen dem Facelift-Grill euch zu zeigen, dass man auf das Vor-Facelift-Modell ohne Probleme einen Facelift-Grill drauf machen kann. Wir haben hier nebenbei noch eine richtig eigene, limitierte Sonderlackierung entwickelt jetzt, damit das richtig geil ausschaut. Ein bisschen improvisieren, weil es überhaupt nicht geplant war, dass es jetzt alles so schnell geht. Wegen dem mit dem Handy. Na, was steht da drüben? Da haben wir ja diesen Grill gemacht. Facelift, tiefer gelegt ist auch schon, KW-Gewindefedern drauf. Der bekommt ein paar neue Räder, der mag gefossen. Und ich würde sagen, ich hocke jetzt mal in das Auto und dann geht's los und dann sehen wir uns gleich. Bow. So, wie ich euch vorhin gesagt habe, Auto habe ich geholt. Und jetzt kommt mal mit, gucken wir mal Felgen. Hybrid Forget, die neuen von Vossen. Und das Finish hier drauf, guckt euch das mal an. Ganz rau, in der Sonne glitzert das ohne Ende. Kannst du euch mal zeigen? Guckt euch das mal an in der Sonne, wie das glitzert. Und wisst ihr, wie geil das dieser Kontrast mit diesem Braunton, mit dem Keramik kommen? Den Grill haben wir ja gemacht. Da haben wir ja das Chrom auch ein bisschen eingefärbt. Mit Schwarz ist ja auch so ein bisschen bräunlich. Das alles zusammen in Kombination mit der Felge, das wird richtig Porno. Jetzt Reifen aufziehen und dann montieren. Auch das müsst ihr euch mal geben. Ihr wisst ja, ich liebe Vossen über alles. Guckt euch mal das an. Ja? Schon nur, dass sie alle in Reihe und Glied drin sind. Eigene Schrauben mit Vossen-Logo in Schwarz. Ist das geil oder ist das geil? Richtig geil ist das. Ah, schaut die Kiste geil aus, aber noch nicht gucken. Ach. Wegen dem mache ich diese Scheiße. Er guckt. Nur schnell. Schaut stimmig jetzt aus, das Auto. Das Auto in matt, alles in schwarz überall. Kein Chrom, kein nix. Haben wir auch noch gemacht. Mal gucken, was mit dem Auto noch in Zukunft passiert. Und wo das da landet. Seht es euch selbst an. Viel Spaß beim Porn, schönes Wochenende, ciao zusammen.